Willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars Die Skywalker Saga. Ich habe jetzt hier mal aus der ersten Episode das Level ausgewählt, wo uns noch am meisten fehlt. Und in diesem Part werden wir hauptsächlich Level machen. Aus irgendeinem Grund kann ich die Zwischensequenz wieder mal leider nicht überspringen. Ich verstehe nicht, warum das manchmal nicht geht. Ich würde es gerne, aber anscheinend müssen wir uns die nochmal angucken. Auch wenn ich hier gerade alles drücke. Na jetzt. Ja, die Charakterauswahl hier. Warum haben wir Lando und Captain dabei? Das habe ich erwartet. Ja, Herausforderung. Nebenaufträge. Nee, Herausforderung ist schon richtig. Boomer Shakalaka. Zerstör alle GAP-Schwebepanzer. Nicht den Kopf verlieren. Schieß drei Kampfdroiden die Köpfe ab. Okay, werden wir machen. Nur jetzt ist hier noch kein Kampfdroide drin. Drei von den Panzern sollen wir zerstören? Ne, alle. Alle sollen wir zerstören. Und davon sollen wir auch fünf zerstören. Wir werden jetzt als erstes kurz mal hier alle ich bezweifle mal, dass ich den treffe. Oh, das wird was sogar, wenn... Ja? Ja, den haben wir. jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Naja, es war wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Wir sammeln jetzt auf jeden Fall erstmal alle Minikits hier ein. Und danach machen wir die Herausforderung. Okay, deswegen müssen wir bauen. Das sieht doch so aus, als ob das nach unten kommt. Dann kommt das da rein. Dann, ja, Lando kommt da nicht drauf. Ja gut, vielleicht können wir auch Lando da aufspießen. Ist da aber wahrscheinlich nicht das, was wir machen sollen. Ah, okay, diese. Danke, danke, Wechsel. Grundlos den Charakter. Die Maske als erstes und danach das. So. Und da bekommen wir unser Minikit in Einzelteilen natürlich. Müssen wir uns selber zusammenbauen. Dann hier vorne einmal. Dann Kopfgeldjäger. Kopfgeldjäger gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich streiche Lebenkernbelohnung ein. Irgendwo noch ein Minikit. Und damit haben wir nun alle Minikits. Aber wir bleiben einfach direkt bei ihm. Ja, doch nicht bei ihm. Bei... Ja, Jango Fett. Wir müssen ja gleich Kampfdroiden die Köpfe runterschießen. Ja, wir brauchen einen Boomer. Natürlich. Das gehört zur Jagd dazu. Ach, da ist einer drin. Wie ging das nochmal? Hier ist keiner drin. Vielleicht müssen wir alle beladen. Und dann können wir erst alle schießen. Bestimmt. Wie viele gibt es denn hier? Drei, oder? Vier. Vier gibt es hier. So, jetzt sieht das. Ja, okay. Ich wollte schießen. Okay, immerhin sind da jetzt die Kampfdroiden. Hier bin ich. Er läuft an mir vorbei. Und dann mit dem Kopf. Eins. Zwei. Toll, der Kopf ist noch dran. Der Kopf ist auch noch dran.
Immer noch eins. Eins. Nein, nicht C3PO. Wir brauchen wen der einen Schuss zurzeit schießt. Django macht ja immer zwei. Jetzt kommen ja keine mehr, oder wie? Doch, dort vorne sind welche. Ja, da vorne. Waren noch drei, oder? Ja, drei. Hört auf, die anzugreifen. Ich mach das schon. So, zwei. Gut, das wird mit dem nichts mehr. Mit dem auch nicht. So, drei Herausforderungen geschafft. Lass sogar weiterleben. So, ich glaube, wir müssen die töten, bevor wir da weitermachen können. Ach, da ist ja noch einer. Oh, sein Kopf ist auch weg. Ja, toll gemacht. Die machen es uns auch echt nicht leicht. Natürlich, das gehört zur Jagd dazu. Ja, genau. Die Granate werfen. So, und jetzt die ganzen Panzer zerstören, wenn ich kann. Zwischensequenz kann ich wieder mal nicht überspringen. Ist toll. Oh, ich will mir doch die ganzen Zwischensequenzen nicht nochmal angucken. Die haben wir doch schon gesehen. Okay, Schwebepanzer sind die. Knapp daneben, Phase. Das heftige Katapult. Haha, ich bin guter Schütze. So. Keine Ahnung, warum ich das damals noch nicht gemacht habe. Und der letzte. Geschafft. Nehmt das, Mechanik. Ach, verdammt. So, das waren alle. Hier vorne ist noch einer versteckt in der Menge. Das waren jetzt alle. Gut, weitermachen wir jetzt auch nicht. Level beenden. So, sehr gut. So, haben wir abgeschlossen und wir bekommen Landungsschiff der Handelsföderation. Mikro, natürlich. Hier drüben. So, okay, wir machen da. Mach doch jetzt nur ein Level in dem Part. Entschuldigung, ich dachte, ihr wärt der neue Rekrut. Es darf nicht jeder dieses Training machen. Es ist nur für die königliche Garde. Wenn ihr jemanden in derselben Uniform wie mich seht, schickt ihn zu mir. Okay. Da kommen wir dann wann anders nochmal hin. Wie viele Charaktere? Okay, sechs Charaktere gibt es hier. Dann gehen wir als erstes mal hier rein. Die dunkle Seite der Macht wird mich diese Aufgabe meistern lassen. Links, rechts, unten, unten. Im nächsten Part werden wir dann wahrscheinlich auch wieder mit einer Mission beginnen.
Ja, schön in die Ecke mit euch. Dann hier hoch. War da drin jetzt irgendwas? Nö, hier ist gar nichts. Aber hier ist ein Körperstein. Willkommen in Theed. Keine Ahnung, warum der da ist. So, wir müssen hier oben irgendwie aufs Dach kommen. Da gibt es doch bestimmt irgendwo einen Aufgang, ja hier. Nein, 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 nein. So, und da links ist eine Kiste voller Thermaldetonatoren. Und die können wir auch direkt mal nutzen. Wir nehmen uns daraus ein und werfen das da drauf. Wir brauchen zwei. So, und das ist nicht explosiv. So, das reicht schon. Da kommen wir hoch. Hilfe. So, dann hier lang. Da hoch. Und wir sind da. Versilberter Turm. Zwei Schiffe gibt es. Muss ich kurz nochmal überprüfen. Ich war mir unsicher. Was ist. Wo muss es denn überhaupt hin? Oh, okay. Oh, ist sogar die richtige Farbe, würde ich mal sagen, wenn ich das so sehe. Das hier ist dann blau. Blau kommt zu blau. Bist du blau? Keiner davon ist blau. Hier ist auch keiner blau. Blau? Braucht wer blau? Ja, hebt man blau hoch und dann braucht niemand blau. Hier ist doch nichts blau. Die haben noch alle keine Farbe. Oder vielleicht. Okay, ich verstehe es nicht. Doch, ich verstehe es nicht. Ja, doch, so teilweise. Glaube ich. Also hier sind alle Farben in einer Reihe. So, dann kommt hier blau hin. Mit rot waren wir schon richtig. Mit grün meine ich. Und gelb kommt dann hier hin. Eine Kleinigkeit für jemanden mit meiner Macht. Ja, da oben links fehlt dann ja ganz offensichtlich rot. Geh doch weg. Da fehlt ganz offensichtlich rot. Ein blau müsste da nicht fehlen. Ja, doch, blau fehlt hier unten. Nur wo oder hin damit? Ach, stellen wir einfach hier neben. Dann Geld dahin. Danke für das Geld, nehme ich sehr gerne. Dann fehlt hier oben. Nein, nee, da soll das Blau doch nicht hin. Na, wobei, vielleicht soll das Blau da doch hin. Gelb kommt dann hier oben hin. Und rot kommt dann hier oben hin. So, gib mir den Kälberstein. So, jetzt will ich wissen, was falsch ist. Ich glaube mal, hier war alles. Ja, da ist alles richtig. Da haben wir sogar Geld bekommen. Was stimmt hier denn nicht? Oh, ich sehe, was hier nicht stimmt. Ja gut. Und ich sagte eben noch, das haben wir richtig gemacht. Ja, nee. So, dann müssen wir einfach nur die beiden austauschen. Ja, schlag noch unseren Pork. So. Gut, da bekommen wir jetzt auch Geld. Das haben wir geschafft. Und dann kommt hier oben rote. Grün. Ist aber falsch.
Bleib mal da drauf liegen. Ups. Na gut, dann versuchen wir mal die auszutauschen. Nehmen das und packen es hier oben hin. Und das ist richtig. Und jetzt bekommen wir auch den Körperstein. So, hier. Gut. Ich habe vorhergesehen, dass Knobelei mit Balkonkästen. So, dann müssen wir jetzt hier irgendwie aufs Dach kommen. Und, ja, irgendwie. Wo geht's hoch? Wo geht's hoch? Ach, hier. Hier sehe ich doch etwas. Gut, wir holen uns hier eine Kiste hoch. Damit sollte es einfacher Seite gehen. Der Macht wird mich diese Aufgabe ist ja toll. Dann nehmen wir halt so eine Kiste. So, so können wir es auch machen. Oh, wir sollen springen. Nein, was mache ich denn? Stopp! Natürlich. Natürlich falle ich runter. Sollen wir überhaupt schwingen? Ich kann auch hier einfach mal drauf springen und dann noch weiter hoch. Und von da aus dann hier hoch. Das gehört den Sith. Großstadt-Liane. Dort vorne ist da noch ein Kerbestein. Wir reden aber erstmal mit diesem Typen hier vorne. Mit dem Charakter. Hallo. Wisst ihr, wer ich bin? Nee. Oder was ich tun soll? Nein. Ich scheine keine Erinnerung an meine derzeitige Identität oder Anweisung zu haben. Angesichts der Umstände habe ich festgestellt, dass ich entweder ein neues Modell bin oder mein Gedächtnis gelöscht wurde. Jede weitere Information, die ihr findet, wäre von unschätzbarem Wert. Ich weiß eure Unterstützung zu schätzen. Meine Erinnerungen reichen nur bis zum Aufwachen an genau diesem Ort zurück. Es würde mich interessieren, wie und zu welchem Zweck ich hierher kam. Dann finden wir das mal heraus. Finstere Vorgeschichte. Aha, stopp. Stopp, stopp, stopp. Er ist verschwunden. Kennt ihr den Maskierten, der gerade abgehauen ist? Ich bin ziemlich sicher, dass er diesen silbernen Protokolldruiden in die Stadt gebracht hat. Was führt ihr im Schilde? Wie, ich habe damit doch nichts zu tun. Hier ist vorhin jemand Verdächtiges mit einer komischen Maske vorbeigelaufen. Schien es furchtbar eilig zu haben. Doppelt verdächtig, ist, glaube ich, in diese Gasse dort gegangen. Aha. Irgendein Tollpatsch ist in mich reingekracht. Diese lächerliche Maske hatte wohl keine Gucklöcher. Wenn ihr diesen Tollpatsch sucht, er ist dort lang. Okay, da vorne irgendwo. Ihr werden sie mich nie finden. Gefunden. Aber vielleicht... Ja, bitte tut mir nichts. Ich kann alles erklären. Doch nicht. Ausgetrickst. Ey, okay. Zurückbleiben. Ja, komm. Können wir ihn umbringen mit der Macht? Nein, geht nicht. Dann halt mit dem Lichtschwert. Hey, was, wo ist denn jetzt schon wieder hin? Warum hält er so viel aus? Das wird sehr lang dauern. Jetzt nimmt er einen neuen Weg. Ich häng fest. Das Lichtschwert kann auch durch Gebäude gehen. Zurückbleiben. Willst du jetzt mal stehen bleiben? Das tut nur dir weh. Wird wohl noch kurz dauern. Zurückbleiben. So, einmal noch. Hey, er hat sich einfach geheilt. Achso,
Sonst hätte ich ihn umgebracht. Ja, gewonnen, ich werde reden. TC-14 diente mir auf dem Kampfschiff der Handelsföderation. Als sie ja, schlag ihn weiter. Zerstörung des Schiffs kurz bevorstand, wollte ich fliehen. Okay, reicht es auch langsam. Aber TC-14 hat sich geweigert, also habe ich sie deaktiviert, um sie nach Thee zu schmuggeln und dann ihr Gedächtnis zurückgesetzt, damit sie nie erfährt, dass ich sie zum Deserteur gemacht habe. So war das also. TC-14, ich wollte dir sagen, was passiert ist. Ehrlich. Und zwar heute. Oder morgen. Oder spätestens nächste Woche. Oder... Vergesst eure Schuldgefühle. Euer Handeln mag mich veranlasst haben, mein Protokoll zu verletzen. Aber andernfalls wäre ich mit dem Schiff explodiert. Und ich wäre bestimmt nicht in der Lage, meine Pflichten zu erfüllen, wenn ich atomisiert worden wäre. Also war eure Logik auf lange Sicht viel rationaler als meine eigene. Ich danke euch. Oh, nun, wenn man es so ausdrückt, klingt es fast schon eldenhaft. Wir wollen es nicht übertreiben. Ich schulde euch auch Dank für eure Hilfe bei der Wahrheitsfindung. Und da ich weiß, dass ich keine anderen Aufgaben habe, könnt ihr mich als in eurem Dienst stehend betrachten. Mir fällt gerade ein, sie hat ja gefragt, ob wir wissen, wer sie ist. Und ich sagte nein, natürlich wissen wir, wer sie ist. Wir haben sie doch schon mal getroffen. In der Story. Glaube ich zumindest. In der ersten Mission müsste das, glaube ich, gewesen sein. Also in der allerersten des Spiels. Wie komme ich jetzt hier aufs Dach? Okay, man soll von diesem Gebäude aus runterrutschen. Das heißt dann wohl, dass hier ist, dass es hier irgendwo rauf geht. Aber ich finde hier nichts. Hier ist kein Weg nach oben. Ich glaube auch nicht, dass ich hier aus diesen Teilen was bauen kann. Okay, vielleicht an irgendeinen dieser Säulen im Inneren. Wir zerstören das auch alles mal. Vielleicht kann man sich ja doch da irgendwas draus bauen. Nee, hier ist gar nichts. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Nein. Keine Ahnung, wie man da hochkommen soll. Na gut, dann gucken wir danach wann anders nochmal. Oh, wieder das hier. Das hier ist der dritte. Weg mit dir. War aus Versehen, aber trotzdem weg mit dir. Dann ist das hier der Jäger wurde nichts. Der vierte. Ach so. Gibt sogar dieses Mal nur drei. Ne, waren immer schon drei. So, der zweite und geschafft. Weber. So. Wohl doch nicht. Habe ich irgendwo was falsch oder. Was ist für eine andere Reihenfolge? Ach, verdammt. Okay, ist eine andere Reihenfolge. Dann versuchen wir da mal vier. Hier zwei. Da dann drei. Ah, okay. Kein Leuchtkäfer. Ich habe vorhergesehen, dass ich das finden würde. So, jetzt würde ich aber gerne diesen Kälberstein dort oben haben. Wie? Wie soll man da rankommen? Oh. Da oben ist ja noch so ein Seil. Dann werden wir wohl auf das Dach hochgehen. Ich habe doch auch eben alles abgesucht. Warum habe ich die denn nicht gesehen? Jetzt finde ich hier den Weg nicht hoch. Und da oben ist kein Seil. Hier geht. Ach, da oben. So, wie soll. Also. Wie?
Soll ich das schaffen? Aha, hier sehe ich doch schon mehr. Aber da sind wir auch schon mal hoch, okay. Glaube ich. Sind wir, ja doch. Bin mir unsicher, ob wir hier schon hoch sind. Also wenn du dir warst in diesem Part, dann war hier glaube ich ein Körperstein. Ja doch, hier waren wir schon mal oben. Da vorne ist der Turm, wo wir die Thermaldetonatoren drauf geworfen haben. Okay, das hier habe ich anscheinend nicht gesehen. Nicht mal für Geld. So. So und oben. Dann rutschen wir hier einmal runter. Und dann noch. Und dann jetzt nicht verfehlen. So, hier. An der Seilrutsche zum Steinrutschen. Gut, aber hier beende ich dann jetzt erstmal den Part. Und dann bis zum nächsten Mal.